zweiter Bundeskanzler der Bundesrepublik wird Ludwig Erhard von der CDU am 16. Oktober 1963. Sein Vorgänger Konrad Adenauer war zuvor im Alter von 87 Jahren zurückgetreten. Ludwig Erhard war seit 1949 unter Adenauer Wirtschaftsminister und gilt als Vater der sozialen Marktwirtschaft. Zunächst versuchte der Alte, wie Adenauer genannt wurde, den Dicken als seinen Nachfolger zu verhindern. Doch Erhard war bei den Deutschen beliebt, auch wegen des sogenannten Wirtschaftswunders. Sein Leitmotiv: Wohlstand für alle. Sein Markenzeichen: die Zigarre. Er raucht bis zu 20 Stück am Tag. In seiner Zeit als Wirtschaftsminister verbessern sich die Lebensverhältnisse. Viele Bundesbürger können sich erstmals ein eigenes Auto leisten und auch in Urlaub fahren. Doch seine Kanzlerschaft steht unter keinem guten Stern. Während Deutschland zu einer der führenden Exportnationen aufsteigt und sich die politischen Beziehungen zu Israel und den USA verbessern, verschlechtern sich die Beziehungen zu Frankreich. Mit dessen Präsident Charles de Gaulle kommt Erhard nicht besonders gut zurecht. Und auch innenpolitisch hat Erhard als Kanzler eine Reihe von Problemen. Im September 1965 gewinnt die CDU mit ihm zwar die Bundestagswahl gegen den SPD-Spitzenkandidaten Willy Brandt, Erhard muss jedoch mit der FDP eine Koalition eingehen. Außerdem hat er mit der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit zu kämpfen. Bei der sogenannten Kohlekrise an Rhein und Ruhr müssen erstmals Zechen geschlossen werden und die Arbeitslosenzahlen steigen. Als Erhard wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Steuern erhöhen will, kommt es zu einem Streit mit der FDP um den Bundeshaushalt. Die FDP-Minister wollen einen neuen Bundeskanzler und treten aus dem Kabinett zurück. Daraufhin muss auch Ludwig Erhard zurücktreten. Es kommt zu Neuwahlen. CDU-Kanzlerkandidat wird Kurt Georg Kiesinger. Ludwig Erhard, der erfolgreiche Wirtschaftsminister, ist als Bundeskanzler glücklos und scheitert nach 3 Jahren als Regierungschef.